Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind auf dem Weg nach Uschitze. Wir müssen dort den hinkenden Heinz finden und ja, befragen, was er zu dem Überfall weiß. Der war wohl dabei. Müssen wir jetzt mal mit ihm abklären, was da genau los war. Und ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, ne? Oder ob er überhaupt noch lebt. Vielleicht sind auch die Banditen schon vor uns da gewesen. Und haben ihn gekillt. Weil er weiß halt viel. Er war beim Überfall dabei. Und ich weiß nicht, ob die wissen, dass er erkannt wurde. Aber die Chance ist da. Deswegen gucken wir, dass wir ihn finden, möglichst lebend. Und ich muss mal gucken, dass ich mal ein paar Sachen verkauft kriege, ne? Fällt mir gerade so ein. Ist egal, welchen Weg ich hier nehme. Kommt beides aufs Gleiche raus. Ich würde ja noch Hasen jagen, aber ich habe gerade keinerlei Platz im Inventar. Ich muss erstmal wieder Dinge verkaufen. Aber in Uschitz haben wir da vielleicht, da müsste es den einen oder anderen Händler geben. Gucken wir mal. Ist schon eine schöne Gegend hier, ich mag die. Gefällt mir schon sehr gut. Meine wirklich Zeitnot haben wir zum Glück nicht, aber denke ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, ob wir schnell oder weniger schnell zu ihm reiten. So. Mit dem könnte ich mal reden. Ne, ich kann nur stehlen. Stehlen will ich nicht. Müssen wir mal gucken. Hier waren doch, glaube ich, auch Händler. So. Waschen wir vielleicht. Oh. Okay. Das hier ist ein Köhler. Aber hier kann ich mich waschen. Ne, nicht Köhler. Gerber ist das, glaube ich, ne? Oder? Hm. Offenbar oder. Und was handelt der denn? Metzger. Händlerin. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Wie kann ich helfen? Er ist Metzger. Der Kerl mit dem Hinkebein. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Das ist sicher Heinz. Galgenfutter, so wahr Gott ihn schuf. Wohnt am Dorfrand neben dem Bach. Nimm ihn mit und gut ist's. Okay. Lass uns handeln. Auf Wiedersehen. Hier kann ich nur die Dinge hier verkaufen. Shit.
Okay, aber wir wissen zumindest, wo wir hin müssen. Das ist ja schon mal wichtig. Statte Heinz einen Besuch ab. Wo ist der denn? Da. Ah, da kommen wir eh vorbei. Da können wir gerade hinlaufen. Hoffen wir mal, dass wir ihn lebend finden. Aber so wie es klang, ist er eher weniger tot. Hier ist eine ganze Menge los. Eine ganze Menge. Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Ja, oder das, was von ihm übrig ist. Autsch. Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Ja. Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkte er? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Also nichts draus gelernt. Ist dir was Verdächtiges aufgefallen? Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin. War die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde? Oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Wo war er in der Nacht, als der Neuhof überfallen wurde? Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Okay. Wann wurde der Leichnam entdeckt? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Euer Pfarrer ist kein gewöhnlicher Geistlicher, oder? Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen. Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Mehr über Heinz? Warum ist das... Na, das ist ja alles das, was wir schon... Jetzt ist es... Sehr gut.
Okay. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich hätte gern was über Heinz gewusst. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, frag ruhig. Was war der hinkende Heinz für einer? Unser Heinz, der umgebracht wurde. Wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Hast du was Verdächtiges bemerkt? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Wo war da am Tag weißt des Überfalls? Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Mit wem traf er sich? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Das ist alles. Danke. Okay. Wie sieht's bei dir aus, Maria? Guten Tag. Tag. Kannst du mir was über Heinz erzählen? Ich komme aus Geheiß von Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn's sein muss. Muss sein. Was war da Heinz für einer? Was war der Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tu nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Was Verdächtiges? Ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit ihm. Oh. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Okay. Sehr gut. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Und wem traf er sich? Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? So viel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Das ist okay. Alles. Danke. Möge Gott über dich wachen. Wie sieht's bei dir aus? Guten Tag. Tag. Kannst du mir was erzählen? Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag ruhig. So. Was war der hinkende Heinz für einer? Er war ein Säufer und ein Tier. Und faul. Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. Hast du was bemerkt? Ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? Das einzig Verdächtige war, dass er auf einmal in die Kirche ging. Jetzt wissen wir auch warum. Ja, was hat er am Tag des Überfalls gemacht? Was Überfalls auf Neuhof getan hat? Was kümmert mich dieser Schuft? War froh, dass er mir nicht in die Quere kam. Okay, und mit wem traf er sich? Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Ein Eigenbrödler war er. Hat aber kürzlich ausgerechnet mit dem Pfarrer gesprochen. Okay. Das ist alles. Danke. Möge Gott über dich wachen. So, ist die Frage, können wir da jetzt überhaupt noch was rausfinden? Ja, können wir noch. Stampf. Weißt du was? Guten Tag. Tag. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich, frag ruhig. Okay, das hatten wir alles schon. Danke. Da wissen wir nichts Neues. Gott behüte dich. Mit dem hatten wir noch nicht. Viel Gesundheit. Ja, dir auch. Kannst du mir was über Heinz erzählen? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Ja, was war für einer? Heinz, der umgebracht wurde. Wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Was Verdächtiges bemerkt? Ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. So. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist... Mit wem traf er sich? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber nie viel geredet. Das ist alles.
Danke. Bitte. Mach's gut. So. Wen haben wir denn hier noch? Pavel. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Okay, der kann mir aber nichts Neues erzählen. Dorfbewohnerin. Okay, gucken wir gerade mal. Guten Tag. Tag. Die kann mir auch nichts Neues erzählen. Sonst wäre das nämlich weiß. Guten Tag. Tag. Die kann mir auch nichts Neues erzählen. Lumia? Beste Grüße. Ja, ebenso. Ist auch nicht mehr weiß. Weißt du noch was? Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch. Ne, auch nichts mehr. Guten Tag. Tag. Ja, auch sie kann mir nichts mehr erzählen. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann. Aber frag, wenn es sein muss. Ja, auch sie weiß nichts Neues. Danke. Okay. Kann man mit dir nochmal reden? Gesundheit. Dann viel Glück. Nee, auch mit ihm nicht. Kopf. Was zum... Offenbar hat ihm jemand den Schädel eingeschlagen. Haben sie ihn zuerst umgebracht und dann ausgeweitet? Das würde erklären, warum keiner etwas gehört hat. Torso? Heilige Maria, welch Martha. An dem haben sie Mordsarbeit geleistet. Aber wieso hat niemand etwas gehört? Kopf, Torso. Okay, das sind die einzigen zwei Dinger. Der braucht's ja nicht mehr. Nichts Interessantes dabei. Da ist auch nur Essen, da kann man schlafen. Ja, aber ist vielleicht nicht so der ideale Ort zum Schlafen. Aus dem Topf essen. Wir haben Sattheit 71, aber ja, wir können aus dem Topf essen. Wäre ja schade, wenn das Essen verkommt, ne? Okay, sonst ist hier nichts. Alles gut. Ich muss mit dem Pfarrer reden und ich muss noch mehr Leute befragen. Mit euch haben wir, glaube ich, schon geredet, oder? Tag. Nee, sie weiß Neues. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Das ist ja gut. Was war der hinkende Heinz für einer? Was war der hinkende Heinz für einer? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben. Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Okay. Hast du was Verdächtiges bemerkt? Ist dir etwas Verdächtiges aufgefallen? An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. So, was hat er am Tag so getan? Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Hätte ja sein können, dass du sowas gesehen hast. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Okay. Das ist alles. Danke. Vielleicht weiß der Wirt ja was, ne? Dich können wir auch gerade mal noch befragen. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Von das... Ja, das ist alles. Danke. Hatte ich nicht gesehen, dass das ausgegraut war. Oder zu spät gesehen. Moment, wir müssen da lang. Das hier ist der direkte Nachbar. Hast du was mitgekriegt? Gott sei mit dir. Ja, er kann mal was sagen. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Sehr gut. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen?
Herr Hanno streckt das einem Grünspan wie dir auf? Tja, was kümmert's mich? Frag! Was war da? Heinz, der umgebracht wurde. Wie war er so? Er war ein komischer Kauz. Immer am Saufen. Übellaunig. Nur Gott weiß, wie der über die Runden kam. Obwohl ich es mir jetzt gut vorstellen kann. Hast du was Verdächtiges bemerkt? Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn in letzter Zeit nicht oft gesehen. Nicht mal im Wirtshaus. Und dann taucht er gestern in der Kirche auf. Was hatte Heinz so getan am Tag? Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? War, glaube ich, nicht zu Haus. Warte, soll das heißen, er hat... Jesus Christus. Mit wem traf er sich? Mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Soweit es mir bekannt ist, hat er keine Verwandtschaft. Hab ihn nie mit wem gesehen. Okay, das ist alles. Danke. Heißt, er muss ja dann zugezogen sein, oder? Der muss dann ja eigentlich zugezogen sein, der Heinz. So. Oh, die holen richtig Wasser. Cool. Hi. Naja, kann man nichts Neues sagen. Wie schaut's bei den Zweien hier aus? Glück und Gesundheit. Dir auch. Ne, da kann man auch nichts Neues sagen. Wie sieht's bei dir aus? Guten Tag. Tag. Auch der kann mir nichts Neues sagen. Ja, hier ist auch kein Händler. Schade. Mit dir kann ich nicht reden. Dann gehen wir mal hoch zum Wirtshaus und zum Pfarrer, ne? Gucken, ob wir hier noch ein paar Leute finden. Ja, die können wir mal befragen. Die weiß aber auch nichts Neues. Da haben wir noch ein paar. So. Nein, nein, Heinrich, nicht Jesus. Naja, sie weiß nichts Neues. Wie ist es bei dir? Guten Tag, wie kann ich helfen? Auch er weiß nichts Neues. Den Wirt müssen wir, glaube ich, mal fragen. Der weiß ja wahrscheinlich am ehesten was, oder der Dude hier? Ne, da kann man auch nichts Neues sagen. Die Schankmaid? Allmächtiger, deine Kleider! Wurdest du ausgeraubt? Nein. Gottverdammte Banditen! Alles gut. Lass uns handeln. Ja, ich kann dir auch nur die Dinge verkaufen. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Da kann man auch nichts Neues erzählen. Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Okay, ja. Das ist alles. Danke. Gibt's was Neues in der Gegend? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Gut. Mach's gut. Mach's gut. Den Händler könnte ich noch fragen. Guten Tag. Tag. Wie kann ich helfen? Ne, da war es auch nichts Neues. Kann ich mit dir handeln? Kann dir auch nur die Essenssachen verkaufen. Hier ist aber noch ein Händler. Mal gucken, ob der Geld hat. Gott sei mit dir. Über Heinz weiß der auch nichts Neues. 408 hat er. Das ist doch schon mal gut. Dann kann ich die Fliegenpilze verkaufen. 1,6 Taler. Die Halskette. Wobei, die könnte ich auch verschenken, ne?
Ha. Die Jagdhandschuhe könnte ich aber verkaufen. Ich habe ja welche an, ne? Ah ne, ich habe die Komposit-Handschuhe, okay. Jagdhandschuhe können wir verkaufen. Da kriegen wir aber nicht viel für. Den Silberring, den behalten wir noch. Nahrung, sonstiges. Den Löwenzahn kann ich mal noch verkaufen. Aber dass wir wieder Platz im... Oh, Wildschweinleder kann ich verkaufen. So, 57. Ja, besser als nichts. Und wir haben wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das ist vor allem das Wichtigste. Ist gut. Ja, das sollte passen. Oh, hätten wir sogar noch mehr verlangen können. Gut, was sagt unser Inventarplatz jetzt? 102, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Oh, und ich habe einen Spezialisierungspunkt, fällt mir gerade ein. Spieler. Hauptstufe können wir. Asket. 30% länger ohne Essen. Komfort der bequemen Betten. Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken und deine Fähigkeit Heimlichkeit verringert es. Nachtschwärmer. Ausdauer regeneriert sich nachts schneller. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise. Die nutze ich so gut wie nie. Du warst schon immer gelenkig und hast in deiner Kindheit viel herumgetollt, dir dabei aber oft den Kopf gestoßen. Redekunst und Charisma sind um 1%, um Gottes Willen. Gelehrter, Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf werden um 1 Punkt verringert. Nein. Du hast stets Diplomatie roher Gewalt vorgezogen. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, aber einen Malus von 2 Punkten auf Stärke. Nacht und Nebel. 2 Punkte von Heimlichkeit, aber ein Rohling. 2 Punkte auf Stärke, aber ein Malespunkt. Nee, Schönling. Charisma wird erhöht, Stärke um 2 Punkte verringert. Berüchtigt. Mit schlechtem Ruf in der Gegend erhältst du einen Bonus, 1 Punkt auf Stärke und ein Redekunst, Agilität und Vitalität. Zudem verbessert sich dein Ruf erheblich schneller als üblich und die Malusse für Kerkeraufenthalte schlagen weniger zu Buche. Okay. Dorfheld. Mit gutem Ruf in der Gegend erhalten wir einen Bonus. Okay, allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller. Erste Hilfe. Verbände sind 50% effektiver. Vielleicht machen wir das mal. So. Und Fertigkeiten können wir reiten. Aufgestacheltes Pferd. Ist es verletzt? Ist es schneller? Wetterfühlig. Scheut weniger bei Unwettern, jedoch mehr. Ritter. Im berittenen Kampf erhältst du sowohl mit Nahkampf als auch mit Fernkampfwaffen einen Schadensbonus in Höhe von 15%. Es scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich glaube, das nutze ich. So. Okay, haben wir die alle erledigt. So. Und damit würde ich sagen, beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Wir interviewen hier mal noch ein paar Leute. Mal gucken, ob wir den Pfarrer, den muss ich natürlich auch noch befragen. Ach, den Vogt hatten wir schon. Der Schreiber, weiß der vielleicht was? Nee. Alles Gute.
Und der Dorfbewohner weiß wahrscheinlich auch nichts also Neues, ne? Nee. Ja, in diesem Sinne, ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.